Hallo liebe Zuschauer, ich berichte heute live von einer exklusiven Premiere von einem Megastar aus der Türkei. Jetzt nimmt er sich den deutschen Markt vor. Es handelt sich hierbei um den türkischen unehelichen Sohn von Elvis Presley. Hinter mir in diesem Supermarkt, in diesem türkischen Supermarkt befindet sich Elvis Presley bei seiner ersten Autogrammstunde hier in Deutschland. Ich werde nun versuchen, mich so nah wie möglich an Elvis Presley heranzutasten. Hier müsst ihr irgendwo sitzen, ich schaue mich mal um. Dort vorne sitzt er, Elvis Presley. Elvis Presley, herzlich willkommen in Deutschland. Hallo, danke schon. Es ist uns eine Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Danke schon, dein Zauberland Deutschland, gut. Seit wann stehen Sie hier schon an? Hier. Für ein Autogramm von Elvis? 5 Minuten, ich bin da. Und was ist das für ein Gefühl, jetzt hier live vor ihm zu stehen? Sehr schön, ja? Wunderschön. Seit wann kennen Sie ihn schon? 5 Jahre. Wie viele CDs haben Sie zu Hause von Elvis Presley? Ja, habe ich schon. Wie viele? 2. Elvis möchte kurz was für Sie singen. Ja, bitte schön. Bravo. Bin Jüdchen Jaral, dünn Amberischem Jenandalende. Ben. Hafensohn. Seit wann sind Sie schon Fan von Elvis Presley? Hier, Deutschland, oder? Ja. Oh, 40 Jahre. 40 Jahre auch schon. Was ist Ihr Lieblingslied von Elvis? Ja, schon Liebling. Welches? Egal, überall. Singen Sie, ich höre. Ja, Dündim daldan. Leylim ley. Ara sekte de çöp var adetim para yok. Çıkarasım yürüyüm darasım. Noradani çok yok. Absurd, ja. Jetzt nähern sich weitere männliche Fans. Seit wann wartet ihr schon vor dem Supermarkt? Er hat ja erst um 8 Uhr aufgemacht. Seit wann wartet ihr schon auf Elvis? Wir sind so noch 5 Minuten sind hier drin. 5 oder 10 Minuten. Weil wir wollten Fleisch kaufen und dann habe ich gesagt, könnt ihr auch bei mir schneiden? Die haben gesagt, nein, ich wollte nicht zu Hause schneiden, könnte ich nicht. Wenn die haben gesagt, nein, ich schneide nicht, dann habe ich gesagt, okay, ich suche woanders. Und seit wann kennst du Elvis schon? Schon seit 6 Jahren oder so. Sechs Jahre. Und wie viele CDs, ganz ehrlich, habt ihr schon von Elvis zu Hause? Ja, habe ich schon. Also. Aber ich höre normalerweise von Ibrahim Tatlis und so anderes. Ja. Weitere Fans von Elvis? Was ist das für ein Gefühl jetzt für dich? Das ist ein sehr schönes Gefühl. Weiß ich nicht, was hat er jetzt gefragt? Sehr schön, danke. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Tschüss. İnsanoğlu can yakıyor, hasret çekince, beklemekten kalp usandı.